Das Wort hat jetzt der Kollege Florian Tonka von der FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Geschichte unseres Grundgesetzes ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Es gibt keine einzige historisch bedeutsame Frage in der Geschichte der Bundesrepublik, in der es nicht seine Rolle gespielt hätte. Es ist entstanden aus einer historischen Katastrophe heraus, wurde von Menschen erarbeitet, die gezeichnet waren von dem, was sie erlebt hatten. Und auch die Nachkriegsgeneration, die die schlimmste Zeit in unserer Geschichte nicht mehr selbst erlebt hat, war immerhin noch stark geprägt durch die Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur. Die Menschen in Ostdeutschland schließlich haben erst 1989/90 ihre Freiheit erkämpft, sodass die meisten von ihnen noch sehr unmittelbar wissen, wie es ist, in einem Unrechtsstaat zu leben. Doch wenn, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Jahr der 17. Deutsche Bundestag gewählt wird, dann wird es in ganz Deutschland keinen einzigen Erstwähler mehr geben, der sich noch selbst an die deutsche Teilung wird erinnern können. Unsere Gesellschaft wird immer stärker geprägt werden von Menschen, die das Glück und das Privileg hatten, im Frieden, in einem geeinten Europa und in einer freiheitlichen Demokratie groß zu werden. Und so stellt sich an diesem 60. Jahrestag auch die Frage, wie es mit diesem großartigen Erbe des Grundgesetzes weitergeht. Ich bin davon überzeugt, dass die jungen Deutschen die Werte unserer Verfassung tief verinnerlicht haben. Meine Generation ist in ihrer großen Mehrheit tolerant, verantwortungsbewusst und skeptisch gegenüber Extremen aller Art. Sie ist stolz auf ihr Land, ohne sich dabei über andere zu erheben. Was ihr allerdings fehlt, ist das Erlebnis der existenziellen Bedrohung ihrer Freiheit. Freiheit und Demokratie erscheinen ihr selbstverständlich. Werner Fink sagte einmal, es geht uns mit der Freiheit wie mit der Gesundheit. Erst wenn man sie nicht mehr hat, weiß man, was man an ihr hatte. Diese Gefahr der Gewöhnung rechtzeitig zu erkennen und diesen Ausspruch zu widerlegen, das muss unsere Ziel und unsere Aufgabe in den nächsten Jahren sein. Garantiert uns das Grundgesetz, dass die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik weitergeht? Das kann es nicht, und das war auch nicht die Absicht seiner Väter und Mütter. Der Staatsrechtler Rudolf Smendt hat den Sinnzweck des Grundgesetzes als Integration bezeichnet und damit gemeint, einen Prozess ständiger Erneuerung, dauernden Neuerlebtwerdens. Und so ist das Grundgesetz nicht statisch, sondern lebend. Der Kern seiner Wertung, die Menschenwürde, ist zeitlos, der überragende Wert des einzelnen Menschen. Aber er ist in die Zukunft offen. Er kann auch für zukünftige, heute noch gar nicht bekannte Herausforderungen Antworten bieten. Gegenwart und Zukunft stellen uns heute schon vor schwierige Entscheidungen, die Möglichkeiten der modernen Medizin, aber auch die Frage des Schutzes der Privatsphäre angesichts ganz neuer technischer Möglichkeiten. Ist es ohne großen Aufwand machbar, eine DNA-Analyse jedes Menschen zu erstellen und auszuwerten. Solche Entscheidungen können mit dem Grundgesetz bewältigt werden. Sie sind nicht leicht, sie werden sicher auch in Zukunft nicht leichter. Aber das, was eine Verfassung leisten kann, um sie zu beantworten, das liefert das Grundgesetz. Eine Restverantwortung der Gesellschaft allerdings, die Wertungen des Grundgesetzes, die Menschenwürde auch immer wieder neu zu definieren und auszubuchstabieren, das kann uns keine Verfassung dieser Welt abnehmen. Und deswegen möchte ich auch zu allen Debatten um die Frage, ob wir eine neue Verfassung brauchen, sagen, ich kann nicht erkennen, dass wir das, was vor uns liegt, mit dem Grundgesetz nicht bewältigen können. Und diejenigen, die laufend neue Vorschläge machen, was da noch rein könnte oder möglicherweise fehlt, müssen sich auch mal die Frage stellen lassen, ob man die Autorität eines Grundgesetzes nicht eher dadurch beschädigt, dass man ständig den Eindruck erweckt, es sei unvollständig, lückenhaft und verbesserungsbedürftig. Das ist nicht so, und das sollte man auch nicht ständig so darstellen. Ich will aber auch auf Entwicklungen eingehen, wo ich glaube, dass wir in Zukunft vorsichtig sein müssen und darauf achten müssen. Ich meine damit zum einen unseren Umgang mit den Grundrechten und zum anderen die Frage der Lebendigkeit unserer Demokratie. Die Grundrechte sind der Teil des Grundgesetzes, der unsere Bürgerinnen und Bürger selbst in ihrem Alltag unmittelbar betrifft. Sie stellen den Menschen in den Mittelpunkt und verpflichten den Staat, dem Menschen zu dienen. Aber wie wird im politischen Alltag mit den Grundrechten umgegangen? Ich habe das Gefühl, dass zunehmend Grundrechte als lästiges Hindernis empfunden werden oder zumindest das Bundesverfassungsgericht, das sie anwendet. Und ich möchte fragen, ob es sich eine freiheitliche Gesellschaft eigentlich erlauben kann,
dauernd und immer wieder das Bundesverfassungsgericht zu strapazieren, um eigentlich elementare Grundentscheidungen unserer Verfassung auch durchzusetzen. Solange es so ist, dass in Parlamenten Mehrheiten immer wieder bereit sind, oft aufgrund von Extremsituationen Grundrechte unverhältnismäßig einzuschränken, solange muss man sagen, ist in unserem Immunsystem, in unserer Gesellschaft etwas gestört. Das kann nicht auf Dauer von einem Gericht wahrgenommen werden. Entlarvend ist im Übrigen die Formulierung, die sehr oft in unserer politischen Alltagssprache auftaucht. Das Parlament müsste Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzen. Das wird gesagt beim BKA-Gesetz, auch beim Lauschangriff und bei vielem anderen. Das Bundesverfassungsgericht macht uns überhaupt keine Vorgabe, sondern es definiert lediglich rote Linien, die wir nicht überschreiten dürfen. Und wenn wir immer so tun, als ob die rote Linie die letzte Möglichkeit, die das Verfassungsgericht lässt, eine Vorgabe des Gerichts sei, dann gehen wir immer wieder an die Grenzen unserer Verfassung, strapazieren sie und verschieben so die Achse unserer Grundrechte nach außen. Aber ich möchte auch noch eingehen auf den Zustand unserer Demokratie. Es gibt zum Glück heute in Deutschland nur noch sehr wenige Unverbesserliche, die sich prinzipiell gegen die Idee der Demokratie wenden. Und für diese brauchen wir das Konzept der wehrhaften Demokratie. Aber auch an einem Feiertag wie heute soll nicht verschwiegen werden, dass unsere Demokratie lebhafter sein könnte und dass die Lebendigkeit unserer Demokratie aus der Mitte der Gesellschaft bedroht ist, weil es Ermüdungs- und Gewöhnungserscheinungen gibt. Man kann das im Rahmen einer solchen Rede nicht abschließend analysieren, aber ich möchte einfach zwei Fragen aufwerfen. Ist es einem Bürger heute eigentlich noch möglich, einen für eine Maßnahme politisch Verantwortlichen auszumachen? Haben wir nicht weiterhin ein großes Durcheinander an Zuständigkeiten von Europa über Bund und Länder bis hin zu den Kommunen, das Verantwortung systematisch verschleiert, es jeder Ebene ermöglicht, den schwarzen Peter bei einer anderen abzuladen und schlussendlich den Bürger ratlos zurücklässt? Und gehen wir eigentlich immer fair mit unseren Kommunen um, die an immer umfangreichere Regeln gebunden werden, dabei immer größere Finanzierungsprobleme haben, schlussendlich über den goldenen Zügel von Zuschüssen gesteuert und alimentiert werden? Ich glaube, dass man sich da nicht wundern muss, dass es in vielen Kommunen immer schwerer wird, Menschen zu finden, die sich für kommunales politisches Engagement begeistern. Teilhabe findet jedenfalls nicht ausschließlich auf parlamentarischen Abenden statt, sondern beginnt in unseren Kommunen. Und ich vermisse auch eine Debatte über die Rolle und das Selbstverständnis dieses Parlaments. Wer sollte sie eigentlich anführen, wenn nicht die Abgeordneten des Bundestages selbst? Womöglich wird sie auch deshalb vermieden, weil wir uns mit dem zu erwartenden Ergebnis nicht zufrieden geben können. Ich meine, dass der Bundestag seinen Einfluss gegenüber der Exekutive dringend stärken müsste. Ich habe nichts gegen Ministerialbeamte. Die meisten von ihnen machen gute Arbeit. Aber wenn ein Ministerialbeamter Gesetzgeber sein möchte, dann möge er sich zu einer Wahl bewerben, wie wir das alle auch tun müssen, muss sich stellen mit seinen Argumenten und muss sich dann wählen lassen, bestätigen lassen. Aber Gesetzgeber ohne Wahlen kann man nicht sein. Und wenn man dann sieht, dass EU-Rechtsakte im Ministerrat der EU von Beamten ausgehandelt werden, dass der Bundesrat in der Praxis weitgehend eine Beamtenveranstaltung ist und dass die Ministerialbürokratie leider auch auf unsere Parlamentsarbeit einen erheblichen Einfluss ausübt. Wobei das Vorbereiten von Sprechzetteln für Abgeordnete der Regierungskoalition noch eine möglicherweise harmlose Peinlichkeit darstellt. Nicht mehr harmlos wird es dann, wenn Anträge, die im Parlament eine Mehrheit hätten, durch das Veto eines Ministeriums gestoppt werden. Ein Parlament, das so mit sich umspringen lässt, setzt sein Ansehen und seine Autorität aufs Spiel. Und ich vermisse hier leider das nötige Problembewusstsein auch in diesem Hause. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Das Grundgesetz stellt den Menschen in den Mittelpunkt und es stellt in unserer Demokratie das Parlament als die direkte Vertretung dieser Menschen in den Mittelpunkt. Meine Generation hat das Glück, diese Errungenschaft zu erben. Damit fängt unsere Verantwortung aber erst an. Ich freue mich auf die Zukunft. Vielen Dank.